Hallo Leute. Leute. Viele haben immer gefragt, wie habt ihr euch kennengelernt? Und deshalb machen wir jetzt dieses Video. Woo! Los geht's! Also, wir erzählen jetzt erstmal ganz grob. Und zwar haben wir uns durch meinen Cousin kennengelernt. Er hat nämlich mit meinem Cousin zusammengearbeitet als Kontrolleur. Ja, ich habe halt gearbeitet als Fahrscheinkontrolleur in der U-Bahn in Berlin. Und so hat's angefangen. Mein Cousin und ich waren nämlich so. Wir haben wirklich jeden Tag miteinander telefoniert, geschrieben, dies, das. Und irgendwann meinte er dann, ja komm, mich von der Arbeit abholen, lass uns essen gehen. Und an dem Tag habe ich auch bei ihm geschlafen. Dann bin ich halt zu ihm ins Büro gegangen, zur Arbeit halt. Und er meinte, ja komm mit rein und so. Und dann bin ich halt reingegangen, habe mich hingesetzt. Und dann hatte er so komische Blätter, wo er dann meinte, ja hier reißt es ab, damit es halt schneller geht. Während ich das gemacht habe, hat es ihn wohl interessiert, wer ich bin. Die Sache ist, ich kenne ja jeden. Aber wer ist das? Ich dachte, das ist jetzt eine neue Mitarbeiterin oder so. Deshalb wollte ich wissen, wer das ist. Ja, auf jeden Fall meinte er dann so, wer bist du? Und ich war so, also damals war ich ein bisschen arroganter. Und ich habe ihn dann so angeguckt. Und dann habe ich einfach weggeguckt. Ich habe einfach meinen Cousin angeguckt. Ich habe ihn nicht mal angelächelt oder so. Nein, doch. Und dann hat es sich halt herausgestellt, dass er in der Nähe von meinem Cousin gewohnt hat. Und somit sind wir dann zusammen nach Hause gefahren mäßig. Wir haben dann auf dem Weg nach Hause sozusagen immer mehr geredet und da, wo er halt mein Interesse so einigermaßen geweckt hatte, war, als wir uns verabschieden wollten, hat er halt meinen Cousin gefragt, darf ich ihr die Hand geben? Ich liebe sie. Das schneide ich rein. Nein, die Sache ist, er hat mich halt auch immer dann gefragt, ist es okay, wenn meine Cousine wieder mitkommt? Und ich meinte immer, ja, ist kein Problem, sie kann kommen. Man hat sich halt gefreut so, weil ich fand sie halt sympathisch, aber das war es auch. Also da war trotzdem noch nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Ja, also ich denke, da rede ich für uns beide, dass wir wirklich niemals gedacht hätten, dass wir an diesem Punkt gelangen, wo wir jetzt sind. Ich habe noch nie so viele Stories gemacht wie ab diesem Zeitpunkt. Sie hat halt die Stories gemacht, damit ich sie sehe. Und damit ich eventuell auch darauf reagiere. Hat er auch gemacht. Ich habe darauf reagiert. Kleiner Schlawiner. Wir haben also ein bisschen öfter geschrieben und ich war halt im Zug, ich musste Fahrscheine kontrollieren und die Türen gingen zu. Ich habe aber erstmal die Nachricht an sie zu Ende geschrieben, abgesendet und erst dann habe ich angefangen zu arbeiten. Vorher nicht, so, weil ich wollte immer, dass wenn ich aus dem Zug aussteige, und während ich auf den nächsten Zug warte, soll sie halt, also will ich halt die Nachricht von ihr lesen. Und dann direkt wieder anfangen. So war das. Ja, voll süß. Voll schnuckelig. Irgendwann sind wir zusammengekommen. Das hat dann unsere Familie erfahren. Durch Ecken und Kanten. Und alle waren halt irgendwie dagegen. Aber im Endeffekt haben die es akzeptiert. Und jetzt sind wir in diesem Stand angekommen. Ja, jetzt sind wir verlobt. Inshallah, nächstes Jahr ist unsere Hochzeit. Und die Sache ist auch, ich habe noch die allerersten Chats. Also ich habe quasi noch ihre erste Nummer, wo wir angefangen haben zu schreiben bei WhatsApp. Wir können ja mal ein Video dazu machen, wenn ihr Bock habt. Und dann können wir euch so ein paar Nachrichten zeigen, was wir am Anfang so miteinander geschrieben haben. Oder vielleicht sogar ein paar Bilder, die wir uns geschickt haben. Ich habe nie was gelöscht, ich habe noch alles da. Leute, ich glaube, ich blende das hier einfach mal ein, wie ich ihn angeschrieben habe damals. Das war so cringe. Ich schwöre es euch. So Leute, das war's dann mit dem Video. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, die offen sind, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir gehen auf jede einzelne Frage ein. Wenn ihr noch weitere Videovorschläge habt, vor allem, könnt ihr auch unten reinschreiben, weil wir haben vor, sehr viele Videos zu machen. Wir haben richtig Bock drauf und wir sind für alles offen. Deshalb schreibt es einfach in die Kommentare, was wir machen sollen, was ihr euch wünscht, was ihr gerne wissen wollt, was ihr gerne von uns sehen wollt und vergesst nicht zu folgen. Ganz wichtig. Folgt unserer Couple Instagram-Seite und meinen Lashes-Seiten, also so Blue Lashes. Das sind die Fico Lashes, Leute. Ich mach kurz Werbung für mich selber. Okay, das war's dann auch. Hadi, tschüss!